Also ab und an auf Englisch streamen. Nee. Halt wirklich nicht. Das Ding ist halt einfach, wenn ich jetzt hier anfange auf Englisch zu streamen, ist der Chat halt sowieso 99% auf Deutsch. Da lohnt es sich halt überhaupt nicht, dass ich anfange Englisch zu reden, weil die meisten sowieso Deutsch können. Und würde ich tatsächlich sagen, okay, komm, wir ziehen das durch mit einem englischen Kanal, macht es halt viel mehr Sinn, wenn ich einfach den von Null auf hochziehe, als wenn ich jetzt den anfange, in einen englischen Kanal umzumodeln, was halt einfach keinen Sinn macht. So, das geht einfach gegen alles, wofür ich diesen Kanal aufgestellt habe. Ja, entweder müsste man halt zwei Kanäle machen oder man lässt es halt bleiben. Und es lohnt sich halt für mich einfach gerade nicht. So, ich finde es echt witzig, wenn das irgendwie irgendwann klappen könnte, aber ich habe halt auch die Zeit nicht dafür. Wenn ich mich spalten könnte und das so gleichzeitig durchführen könnte, dann wäre das halt wieder was, wo ich sagen würde, komm, lass mal machen. Aber Stand jetzt ist das einfach eher nicht so drin. Daher bleiben wir erstmal beim Deutschen. Puh, ich musste so lange darauf warten, das sagen zu können, also pass gut auf. Ist es nicht praktisch, dass man batteriebetriebene Geräte durch das Drücken von Y1 ausschalten kann? Krass. Komm schon, mach die Truhe auf. Was ist aus Musician EN geworden? Aus Musician EN wurde Musician LP. Da habe ich dann meine Let's Plays hochgeladen, während ich dann auf meinem Hauptkanal diese ganzen geschnittenen anderen Videos machen kann. Okay, dann wollen wir mal. It's time. Warte. Den nehmen wir noch mit. Oh, vielen Dank. Stehen wir hier vor dem Eingang zum Tempel vom Wasserpergamenton? Man sagt, dass es in diesem Tempel einen gigantischen, furchteinflößenden Wassergeist gibt. Aber die Leute reden ja viel. Wir haben es zum Tempel des Wasserpergamenton geschafft. Jetzt können wir endlich das Wasserpergamenton treffen. Das sieht eindeutig wie der Eingang zum Tempel aus, aber wie kriegen wir ihn auf? Oh, jetzt habe ich's, Mario. Man muss bestimmt beide Schalter gleichzeitig drücken. Das muss es einfach sein. Ich bin clever und süß. Ha, same. Moment mal, nein! Ich schwebe doch. So kann ich keine Schalter drücken. Bobby, du musst dich da drauf stellen, okay? Toll, geschafft! Jetzt kommen wir in den Tempel hinein. Bobby, kommst du nicht mit in den Tempel? Was, ich? Natürlich würde ich gern euch beide in diesen finsteren, bedrohlichen Tempel begleiten. Dass ich zittere, ist nur Vorfreude. Aber leider bin ich von vielen Schulterdrücken ziemlich, Schalterdrücken ziemlich erschöpft. Darum ruhe ich mich lieber hier noch etwas aus. Bis später! Na dann. Hey, sieh dir nur mal diesen Steindrachen da hinten an. Ist das das Wasserpergamenton? Bobby verpasst wirklich sowas. Ich bin gespannt. Ich sehe schon, dass hier echt einiges auf uns wartet, ne? Ahaha, getroffen. Geht auch. Du hast einen wertvollen Schnipselvorrat für meine Rettung eingesetzt? Übrigens, Schnipsel, die neben ein grundloses Loch fallen, verschwinden nicht. Also mach dir da keine Sorgen. Oh, das habe ich mich immer gefragt, so. Ob die Schnipsel einfach verschwinden, die ich jetzt so random auf den Boden werfe, aber dass sie nicht verschwinden, ist richtig gut. Mega gefährlich, Alter.
Kann er nur hin und her laufen? Okay, er kann nur hin und her laufen. Nicht so smart, aber ist schon okay. Oh Gott. Okay, hauen sie raus. Los geht's. Hey, gebt den Faltkreis zurück. Ihr wisst ja nicht mal, wie man ihn benutzt. Mario, wenn sie ihn nicht wieder rausrücken, musst du ihn zurückholen. So, okay. Dann... Shit, ich habe keine Eisenstiefel, ne? Okay, ich hatte anscheinend doch noch Eisenstiefel. Jetzt sind sie kaputt. Okay, das macht Sinn. Das wollte ich nicht. What? Okay, es gibt anscheinend auch Beschwörungen in dem Spiel. Dude, was ist los, Alter? Wie kann ein Spiel so unglaublich based sein, Mann? Das ist schon ein bisschen cool, Alter. Das ist schon ein bisschen cool. Kann ich nicht anders sagen. Kann da noch mehr rein? Ah, gut, ein Hammer geht noch. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Kann ich das auch ausrüsten? Ah, gut, das kann ich alles ausrüsten. Ist ja das auch schon mal ziemlich nice. Vielleicht muss man da irgendwas anderes. Ich weiß nicht, wo man anfangen soll. Hä, das ist doch dann so richtig. Okay, hier lief doch gerade einer mit irgendeinem Ding durch. Aha! Piu! Ach, das ist auch nur bei einem Kampf, oder? Das ist jetzt nicht bei jedem Kampf. Crazy. Okay, wir können das dreimal machen. Kapier ich. Macht Sinn. So. So. Ah, nee. Oh. Tja, egal. Was soll's. Jetzt ist es auch vorbei.
Wir hätten es anders machen müssen, aber was soll's, wie gesagt. Mach halt, übelsten Damage, Bruder. Okay. So viel zum Thema Smart. Los geht's. Ihr löst das für mich. Was sollte man hier machen? Ja, okay, das macht Sinn. Kling. Wow. Alles so. Oh, shit. Tja, hätte ich das auch mal gewusst. Haben noch nicht mal ihre Dingsies da oben, Mann. Ich hätte ihnen einfach auf die Augen springen können. Manchmal ist das Spiel auch so ein bisschen... Schon so ein bisschen manchmal. Sakultax, danke für 2 Euro. Wow, was ist das für ein Ding? Haben wir nicht irgendwie etwas gesehen, das genauso viereckig war? Hm, vielleicht ein Raum vorher? Wenn ich doch nur wüsste, wo das gewesen wäre. Ich wünschte, ich könnte denken. Siehst du, genau die richtige Größe. Probieren wir das nochmal aus. Aha, na bitte. Übelst hart, Alter. Geschafft! Sieh dir nur das ganze Wasser an, wo das vorhin fließt. Richtig praktisch. Oh, das Maul des Wasserpergamentons steht halb offen. Jetzt sieht es ganz überrascht aus, oder? Vielleicht, weil wir das superschwere Kachelrätsel gelöst haben. Uff, Alter, uff. So, ich glaube, um 12 sollten wir eigentlich irgendwie das Ding ändern, oder? Also das Spiel. Aber wir spielen das ja einfach noch ein bisschen länger, weil ich möchte. Ich will zumindest den Tempel hier fertig kriegen. Voll gefährlich. So, okay. Kann ich da hoch? Nein. Verdammt. Verdammt! Was ist das denn für einer, Alter? Der ist ja drauf. Wow. Thank you.
Können wir direkt nochmal machen eigentlich. So, okay. Alle Toads am Poggen, weil man eine perfekte Line hat. Schon okay. Oh, ich verstehe nicht. Oh, nee. Fuck. Das war falsch. Oh Gott. Ich hasse diese fucking Timer, Alter. Worst shit ever, so. Wie ich es hasse, lese ich da gerade. Man guckt gemütlich den Stream und irgendein Vollidiot fährt draußen vor dem Fenster mit zu viel Bass und voller Musik. Das Einzige, was da hilft, ist einfach ihm hinterherzulaufen mit so einer richtigen Bass-Boosted-Boombox. Wir brauchen noch mehr Bass und einfach richtig laut Bugsnax zu spielen. Das ist das Einzige, was hilft. Oh mein Gott, Mädchen, wirklich? Wirklich so? Hä? Ich, keine Ahnung, wie soll ich das machen? Lass mal zurückgehen, so. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das richtig hätte machen sollen. Can't wait for the Bugsnax LP. Ich bin auch sehr gespannt, was das für ein Spiel wird. Zum Glück hat man den ganzen Kram hier, daher alles cool. Bin einfach nur mad gerade, weil der Typ mich einfach getroffen hat, obwohl er mich gar nicht hätte treffen dürfen. Noch eine Statue des Wasserpergamenton. Die spuckt ja sogar eine ganze Menge Wasser. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich davon Durst bekommen soll oder nicht, aber beeindruckend ist es auf jeden Fall. Naja, als Wasserpergamenton muss man wohl eine Vorliebe für Wasser haben, oder? Vielleicht auf der anderen Seite. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Okay. Hm. Ich sehe, dass wir hier prinzipiell ein Problem haben. Das Peinlichste an der Sache mit der Fensterdeko war, dass mir sehr wohl bewusst war, wie wenig ich zur Einrichtung passe.
Okay, cool. Mach halt einfach gar nichts sonst. Okay. So geht das natürlich auch. Einfach me, den ganzen Tag, wenn ich nicht streame. I get it. Interessante Geschichte. Ah, das ist auch schon fertig so, ne? Das kann nur so sein, oder? Da fehlt ein Teil. Da geht ja nichts nach unten irgendwie. Ich mag die Musik hier. Die ist ganz cute. Ein bisschen entspannt. Hat ein bisschen was von Donkey Kong Country Musik, ehrlich gesagt. Sehr gut. Aber wir müssen ja nach unten. Sie ist ja schon hier unten. Oh, okay. Das ist zu einfach. Wollte ich doch gerade sagen, Alter. Man kann jetzt hier wieder... Ah, guck mal, da hat tatsächlich einer so ein Ding. Mega gut. Okay, warte, das war nicht richtig, ne? Doch, das war richtig. Das muss auf jeden Fall so... Ist keine Ahnung, Alter. Weiß ich nicht. Okay, doch. So ist richtig. Ha! Doch. Nee. Doch. Doch, ist gut so. Machen wir. Okay, man kann es tatsächlich sogar auch nur als einziges aktivieren. Das ist ein bisschen witzig, aber schon okay. Hey Owen, was geht ab?
Oh Gott. Nicht das Handy wegschmeißen, dafür war das zu teuer. 50 Stunden? Dude. Alle 4 Stunden 30 Minuten Pause, wo ich nappe, aber ansonsten ja, 50 Stunden. Wart erstmal aufs Ende des Jahres, wenn es mit 100 Stunden hier losgeht. Dann ist richtig Party hier. Also dann. Dude, einfach nur. Insane, sag ich dir. Auch wenn wir mal einen Kaffee trinken. Nanu, sieh mal einer an, wer da auf ein Getränk reingeschneit kommt. Was darf sein? Ein Käffchen. Hätte er nicht erwartet, dass du jemals hier reinstolperst, Mario. Das ist unsere geheime Zuflucht. Hier kommen wir Schergen nach einem harten Tag voller Auf- und Ablaufen her, um zu entspannen. Schon etwas komisch, den Feind hier bei sich zu haben, aber diesmal sind wir auf derselben Seite. Aber wo du schon mal hier bist, Mario. Du findest es sicher auch, dass Goombas die stärksten Schergen sind, oder? Wir sind schließlich fast immer die Ersten, denen du dich stellen musst, habe ich recht? Wir bilden die Vorhut. Das heißt, wir sind König Bowsers Favoriten. Wir geben immer 110%. Püh, träum weiter, Kumpel. Shy Guys geben immer 120%, egal wo und wann. Wir sind die Favoriten. Wer hat denn bei der Flucht aus dem Pilzpalast die Clownkutsche geflogen? Eben, ein Shy Guy. Ich habe sogar gehört, dass sich der Typ, der das alles hier angezettelt hat, erst als Shy Guy verkleidet hat. Ach, gebt doch jetzt mal Ruhe, ihr beiden. Mario, tut mir leid. Die zwei liegen sich ständig damit in den Haaren. Goombas und Shy Guys, Mario und Schergen. Ist doch alles egal, was wir hier... Wir sind alles im selben Papier gemacht. Und jetzt trinkt euren Kaffee. Ich möchte nur mal anmerken, dass selbst Paper Mario einen Kaffee hatte, bevor Animal Crossing New Horizons einen Kaffee hatte. What the actual fuck? So. Puff, sehr gut. Wenn man überlegt, dass ich in 50 Stunden fast wieder auf der Arbeit sitze und das Wochenende vorbei ist. Ach. Währenddessen arbeite ich 50 Stunden und kann theoretisch die ganze Woche frei machen, weil ich da meine 40 Stunden Muss-Arbeit geschafft habe. So. Oh, sieh mal eine an. In die Lücke passt also auch eine Kachel. What? Nichts passiert. Da müssen wir mal überlegen. Okay, Brudi. Okay, warte. Das war so, 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 so. Aha. Damit kann man schon eher was anfangen. Ich muss das echt erst richtig machen, ne? Okay, ich verstehe das Problem. Das wird witzig. Da habe ich keine Lust drauf. Okay, warte. Das ist doch hundertprozentig dann... Ich weiß nicht, wie das aussehen muss, Alter. So reinig voll simpel, so... Da muss jetzt... Hier oben muss jetzt dieses Ding nach unten. Dann muss das nach da und dann muss da daneben einfach nur so ein gerades Teil. Oder?
Also halt im Grunde einfach nur so. Es passiert nichts. Ich hätte wirklich gehofft, dass wir das Rätsel gelöst hätten. Aber vielleicht müssen alle Rinnen zueinander passen. Das klingt ganz schön schwierig. Oh. Oh Mann, das ist doch doof, Alter. Das ist doch doof. Einfach X drücken beim Puzzle. Ein Schlitz zu Münzen, das kann nicht euer Ernst sein, Alter. Das kann nicht euer Ernst sein. Okay, gib mir den Plätschertipp. Ist das dein fucking Ernst, Alter? Das kann nicht dein fucking Ernst sein. Das kann nicht sein, Alter. Das kann nicht sein. Das ist nicht dein Ernst, Mann. Das ist nicht dein Ernst. Oh, komm, ey. Das ist halt... Das ist halt der übelste Poggers-Moment gerade so. Der übelste. Oh Mann. Und direkt 3000 gezahlt. Geld hat in diesem Spiel einfach null Wert, Mann. Du kriegst so fucking viel Geld hinterhergeschmissen. Das ist halt nicht mehr witzig. Daher 3000 sind in diesem Spiel nichts. Ich habe gerade Equipment für 25.000 gefühlt gekauft. Und es hat einfach nichts gemacht. Poggers ist das PogChamp-Emote. Klasse, das Maul des Wasserpergamentern ist jetzt weit offen. Same. Jetzt sieht es wirklich so aus, als würde es brüllen. Oh, sieh mal. In seinem Mund. Ist das ein Penis? Ich meine, eine Treppe? Die muss zur Kammer des Wasserpergamentern führen. Ob wir es da wohl raufschaffen, ohne dass die Statue uns wegmampft?